Willkommen zurück! Das habe ich bestimmt. Genau, die Mac-Teile habe ich da oben reingeschmissen. Warum habe ich nicht mehr daran gedacht? Warum habe ich nicht mehr daran gedacht? Ja, was muss jetzt überhaupt noch wo rein? Das ist die gute Frage, ne? Da hat der Ossel jetzt nämlich nicht aufgepasst. Und deswegen wirst du auch nie ein guter Revolverheld. Egal, es findet sich alles irgendwie, ne? Also alles, was Mac und Eier Crafting ist, kommt jetzt hier rein, oder wie? Ich find's ja gut, dass du wie immer voll den Plan hast. Außer das. Außer das. Oh mein Gott. Ja, das organisatorische Chaos. Aber ihr passt. Damit bin ich vorerst wieder zufrieden. So, geheilt Zimmer. Dann schauen wir mal wieder. Oh, kein Mac da. Sollen wir es uns antun, mal wieder durch so eine... Irgendwie... Nee, komm. Dann gehen wir lieber. Der Kopfgeld jagt ein bisschen mehr nach... Oh Gott, ganz da drüben ist das. Iski und Basin, da waren wir sogar schon mal. Na komm, flieg hin. Wie viel kostet's? 100. Ja, okay. Gehen wir dahin. Vielleicht sind da auch bessere Schiffe, ne? Vielleicht. Also, gefährlichere Schiffe, ne? Mit besserem Blut. Mehr Goldnuggets für mich. Für wen denn sonst? Ja, stimmt. Ich wusste doch, dass wir diese Autochips, die hatten wir doch auch schon mal, ne? Warum habe ich denn die Taschenlampe noch dabei? Die können wir doch eigentlich jetzt auch schon langsam in Rente schicken, ne? Feuer sie doch einfach durch die Luftschleuse. Aber das wäre Umweltverschmutzung, Wyatt. Ah, gut, da ist auch gerade ein Schiff angekommen, aber... Ja, doch, ich habe gesagt, erstmal Schiffe, ne? Erstmal Mac wieder ein bisschen und dann gehen wir wieder auf Kopfgeldjagd. Bringt mir was mit, ihr Rüpen! So, ja, die nächste Stunde ist bald voll. Das haben sie gehört! Okay. Diese Säcke! So, dann schauen wir mal, was die geladen haben und ob es uns interessiert, ne? Also ich hoffe doch, dass die endlich mal wieder was Gescheites für uns haben. So ein richtig gutes Waffen-Blueprint, das wäre doch mal was Nettes. Keine Ahnung, was es da alles für Waffen gibt, die hier an diese Max dran passen. Aber ich hätte böse gerne was Verheerendes als diese Kanone. Ja, ich meine, der Raketenwaffe ist ja okay. Oh, das ist ein freundliches Schiff. Oh, shit. Da können wir nicht viel ändern. Ah, das ist ja verdammt schade. Aber trotzdem, die haben Geld und Bauteile hier liegen. Um die werde ich sie erleichtern. Sie sagen ja auch nicht nein, selbst schuld. Ja, wenn ich jetzt halt denke, der Franz, der wird sich gleich wieder denken, oh Gott, ist das jetzt okay, dass ich das mitnehme? Aber die sagen, die laden uns ja quasi praktisch dazu ein, ne? Ja, Beute war aber nicht sehr gut. War ein schneller Einsatz, ne? Mal schauen wir mal, ob noch ein Schiff da ist. Wenn nicht, gehen wir halt mal doch wieder in so eine Anomalie. Ich hab garantiert nicht auf die Konsole geschissen. Da ist noch ein Schiff, bitte. Auch friendly, egal. Besser als nichts, aber noch nicht mal Archeus haben wir da gekriegt. Boah! Da werde ich ein bisschen pumpig, ne? Aber nur so ein bisschen. Ach, da haben wir noch Flüssigkeiten. Haben auch noch Waffen drin liegen. Vintage Scoped Rifle. Um den Flammenwerfer werde ich im Moment auch nicht groß verwenden. Der kann mal da rein. Da ist noch eine Tech-Card. Wir könnten auch mal wieder neue Fossil Brushes machen. Ja, braucht man aber Goldbarren, ja. Ja, holen wir neue Erze. Ja, man könnte wieder alles noch machen bei Starbound, ne? Schlimm. Er ist wieder so ein Asteroid mit so Tentakelabdrücken, ne? Also so sieht's aus. Oder Einschlägen von irgendwas. Ja, ist das nicht fast die gleiche Bauart-Raumschiff, die wir eben hatten? Naja. Aber die haben wenigstens Sprit dabei. Nicht viel, aber ein bisschen, ne? Damit wir auch unser Minus wieder reinholen. Das finde ich immer wieder gut, dass man da ein bisschen was abholen kann. Jetzt haben wir alles gescannt. Bitte einen Bauplan. Ah, kein Bauplan. Tschüss. Ach ja. Der Abzapfer hat wieder zugeschlagen. Hi, Furzi. Wir müssen gleich wieder schnell weiter. Oh ja, wo geht's hin? Das ist eine Raumstation, aber... Ich meine, wir waren schon lange nicht mehr an Bord von einer. Gucken wir auch mal schnell drüber, ne? Und hier das bisschen Echis, das wir gefunden haben. Das können wir doch hier reinkloppen, genau. Ja. War halt nicht viel, ne? Aber vielleicht gibt's auf der Raumstation noch was, was wir noch nicht kennen. Ich weiß gar nicht, ob wir weit überhaupt schon mal groß auf einer Raumstation waren. Und irgendwie konnte man sich doch da die Erlaubnis kaufen, selbst eine Raumstation zu bauen. Aber da braucht man, glaube ich, Geld und Titaniumblöcke und so weiter dafür. Und davon haben wir noch nicht genug. Vor allem Titanium-Ohr, da müssen wir jetzt Erz abbauen wieder, ne? Ich meine, der Planet ist ja vorgemerkt. Hier wolltest du mal buddeln oder hast du sogar mal gebuddelt, ne? Haben wir ja extra den Teleportpunkt gesetzt, damit wir dahin zurückkehren können. Weiß nicht, ob es da Solarium gab. Nee, auf die Steine, wo es Solarium gibt, können wir ja erst... Nee, da können wir noch gar nicht hin, ne? Da brauchen wir das Cooling-EPP und das haben wir noch gar nicht. Wobei, nichts kühlt, war jetzt hitziges Gemüt. Okay, immer mal gucken. Können wir was scannen? Ja, doch, mit dem Wyatt waren wir bestimmt schon mal auf so einer Raumstation. Sonst wäre da viel mehr blau, ne? Aber man kann ja mal gucken. Ja,
Warum kostenlose Pixel? Ein paar Bauteile. Ich beschwere mich nicht, ne? Also, kostenlos ist... Ja. Ich meine, es sind nicht die edelsten Bauteile, aber... Zeug ist Zeug. Irgendwo werden wir es brauchen. Warst du schon mal gerufen? Ach, guck mal, Novakit. Eine Novakit-Dame, wir hätten mit dir reden können, aber am Ende wäre er jetzt dann wieder, ne? Dann wäre er wieder in Weiberheld-Verhalten verfallen. Ich meine, für mich ist das ja nicht schlimm, es ist ja sein Geld, das er ausgibt, ne? Aber... So, die Küche... Ja, komm... Ach, was? Weißt du, ich nehme alles mit, ich nehme alles mit. Dann guck mal, Automatius 2, haben wir noch nie gekocht. Ja, mach mal. Juhu, Achievement. Meat Stew können wir machen. Komm, machen wir doch. Für was reicht's noch? Vielleicht noch irgendwas Neues, aber na. Das sind vielleicht unsere Zutaten, die wir dabei haben. Sind da ein bisschen zu dürftig dafür, ne? Ah, nee, komm, aber. Garden Salad, ja, ist. Wow, was gehört denn da rein? Okay, ich meine, ist nicht im Wald sein Leibgericht, aber wie gesagt, wenn er Hunger hat, frisst er alles, ne? Und nach so einem ordentlichen Brand, also wenn man ordentlich gesoffen hat in der Nacht, ne? Ihr kennt ihn ja. Oh, wir können so viel Mashed Potato machen. Ja, nee, wir machen mal erstmal langsam, ne? Da machen wir erstmal langsam hier mit den jungen Pferden. Sollte jetzt vorerst wieder reichen hier, ne? Gut, und der Balken ist auch recht voll. Nochmal scannen, aber... Ah, das Schild hatten wir noch nicht, okay. Ach, und guck mal da. Ja, diese Untersetzer, diese Teller und so. Man will ja Completionist sein und so, ne? So. Da. Ossel macht Zungenmusik, Mundmusik, wie auch immer. Sieht die ja interessant aus. Oh, die hat so Schnecken im Kopf und dann ist sie so blau und oh. Jetzt, ich finde, das sieht irgendwie cute aus. So, gebt mir euer Zeug. Ich meine, Hauptsache ihr vermisst es nicht, ne? Wollen wir auch mal wieder an Bord von der Raumstation. Wird ja eh nicht lang dauern, schätze ich. Ah, ich meine, Pixel für umsonst, ne? Wow, wow. Der will aber mehr Philip J. Fry nachmachen als Wyatt, ne? Wo ist dieser Philip J. Fry, von dem du da sprichst? Du musst nicht immer gleich alles verdammen, aber das ist ein Darsteller aus einer Zeichentrickserie. Also eine Figur. Ja, wollte gerade sagen, eine Zeichentrickserie hat normalerweise keine Darsteller. Außer die machen da wieder irgendwie so Motion Capturing Kram. Das habe ich alles schon mal gesehen. Hauptsache, du guckst dir nichts an, was komplett am Computer entstanden ist. Das ist meistens schrecklich. Oh, da habe ich mal was ganz Schlimmes gesehen. Da fangen sogar euch Gottlosen die Augen an zu bluten. Ich glaube, das nannte sich Caillou. Boah, jetzt hörst du aber die harten Geschütze auf. Diese zurückgebliebene haarlose Football mit Kappe, der ist wirklich nur was für die ganz Harten. Boah. Okay. Ja, ich glaube, hier können wir uns verziehen, ne? War nicht weiter großartig. Aber wir haben 1200 Pixel schon wieder, ne? Ja, und ein bisschen 0815 Erz und so. Ist ein neues Schiff da. Hätte mich ja gewundert. Komm, dann schauen wir uns halt doch mal wieder hier so eine Anomalie an. Und dann machen wir mit der Kopfgeldjagd weiter. Und vergesst nicht eurem lieben Furzi, der garantiert nicht auf die Konsole geschissen hat, was Gutes mitzubringen. Ja, Furzi, mal schauen, was sich so finden lässt. Guck mal, da haben wir auch noch eine Figur. Wollte ich da oben hinstellen, aber ey, die können wir doch unten einlagern, bis wir das irgendwie mal schöner auf der Reihe haben. Ich meine, hier würden sie auch cool reinpassen. Da überlege ich mir aufscreen, glaube ich, was zu. Aber damit ihr nichts passiert, lege ich sie doch vorerst mal hier ab. Ach, und ja, da ist die Ho und die Gießkanne, wie ich mir es gedacht habe. So, jetzt bitte kein Minenfeld. Irgendwas anderes, aber kein Minenfeld. Wetten, was kriege ich in Minenfeld? Na, schauen wir mal. Im Weltall hört dich keiner lamentieren, ne? Obwohl, bisher kommen nur die. Könnte sein, dass da kein Minenfeld kommt, ne? Wir brauchen bessere Waffen und alles. Boah. Aber dazu brauchen wir Bauteile, von denen wir vielleicht noch nicht genug haben. Ich meine, ich muss eh mal gucken, was für Blueprints wir haben. Ob sich das überhaupt für uns lohnt. Ob da jetzt ein Aufstieg drin ist, ne? Ja, Weltraumzecker, komm her. Jawohl, das war ein guter Treffer. Das war ein guter Treffer. Nice. Aber bitte, Pixel, dürft ihr noch viel, viel mehr verlieren. Puh. Okay, da kommt noch was. Aber kein Minenfeld, ne? Also, ja. Mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Endlich mal. Dass das noch passiert. Ach, guck mal, Draht, ne? Für lau. Aber Kupfererz, ja. Ist nicht unbedingt Mangelware. Und wenn man es kaufen müsste, wäre es auch nicht so teuer. Ach so, ist das wieder einfach so ein Steinbrocken, an dem dann ein paar Köfferchen dranhängen? Wäre lame. Das wäre ja sehr lame.
Nee, okay. Hier gab's noch keinen Loot. Wir müssen wohl noch eine Station weiter oder so. Gehst du weg? Gehst du weg? Ja, da war der Dialekt wieder. Belly, darf ich sagen? Geh weg! Ja, ich meine, die Belly hat uns ja lizenziert, ne? Geh weg! Ach ja. Und dann gibt's ja Nummer 2, sei mir lieb, aber ich glaube, das hat sie erst einmal gesagt. Sei mal lieb. Ah, guck mal. Guck mal. Oh, cool. Cool, ein kleines Gewächshaus oder sowas in der Art, ne? Der hat sich so einen kleinen grünen Fleck irgendwo im All gebaut, aber das ist blöd. Einmal ein Loch drin und dann tschüss, ne? Der hat noch nicht mal essbare Pflanzen hier. Also, Junge, du lebst gefährlich. Das imponiert weit minimal und mir ein bisschen. Mercenary Pressed Plate. Habe ich was zum Verkaufen dabei? Habe ich. Oh, 600 gib her. Ist gut. Ja, okay, wir haben es abgecheckt. Wie gesagt, der Ertrag war mies. Also, habe ich mir fast gedacht. Ist ja eine Anomalie gewesen. Aber manchmal findet man da auch ganz interessante Sachen. Und jetzt ist überhaupt noch eine Anomalie übrig. Hostile Chip unexplored. Ja, low, aber komm, können wir uns nochmal gönnen, ne? So, und das hier ist nochmal Baumaterial für Hüfchen und Mac. Ja. Ja. Ja, gut. Ich glaube, da brauchen wir von allem ein bisschen mehr. Dillarm, ja, den haben wir ja schon ausgetauscht. Aeron-Meng. Okay. Ach, Fleißarbeit, ne? Oder wir gehen halt mehr unter Tage und basteln uns die ganzen notwendigen Sachen selbst. Aber du musst da halt auch die ganze Batteriesäure und so weiter, ne? Brauchst ja auch wieder die ganze Giftflüssigkeit und so. Oh, und was kommt hier? Hey, feindselige Dinge. Warum sind um feindselige Schiffe rum auch immer feindselige Dinge? Kann mir das jemand mal erklären? Gehören die zu denen? Ist das Zufall? Oder wollten die hier was plündern und sind deswegen hingegangen? Aber hier gab es eh Überreste von blöden automatischen Kampfrobotern oder so. Aus dem Krieg. Keine Ahnung aus welchem Krieg, aber aus dem Krieg. Und ja, die würden also auch auf die losgehen, also auf die Piraten losgehen, wenn sie denn richtig scannen würden. Oder wenn die in die Nähe kämen, ne? Aber Piraten sind ja nicht mehr Mac unterwegs. Obwohl, das wäre eigentlich cool, falls sie noch mal ein Update in Starbound reinhauen wollen, irgendwie, ne? Dass vielleicht auch die Piraten einen Mac haben oder so einen Mac als Miniboss oder sowas. Überhaupt eh, sie hatten doch mal diesen schönen Tyrannosaurus da mal animiert und so, ne? Ist ja im Spiel quasi, also war mal im Spiel wohl drin oder sie hatten zumindest die Grafiken, aber sie haben es dann nicht richtig eingebaut oder wie herausgenommen. Und früher gab es doch auch diesen Energy-Bot, diesen gelben da, den man selbst zusammenzimmern musste. Das war noch in Beta-Zeiten, ne? Dass man den vielleicht auch als Zwischenboss wieder irgendwie reinbringt oder so. Also ich hoffe ja nicht, dass sie sich mit irgendeinem Designer, der da die Grafik oder das Modell erstellt hat, dass sie sich da verzofft haben oder sowas. Und dass sie das immer noch nutzen könnten, weil ich fände das eigentlich cool für irgendwelche Zwischengegner, ne? Oder vielleicht ist das, vielleicht gibt es ja auch solche Zwischengegner und ich habe sie nur noch nicht getroffen, ne? Ich könnte mir auch unter anderem vorstellen, dass in den Vaults halt, dass man vielleicht so einen oder den einen oder anderen alten Boss dann vielleicht mal wieder trifft, ne? Da-da-da-dam-dam. Ja, oh, die machen kaum Schaden. Dabei ist unsere Rüstung jetzt hier noch nicht mal die beste, ne? Ich glaube, eine Stufe höher geht noch mit dem Solarium. Und dann haben wir die beste. Sollte man aber natürlich auch haben, wenn man ins Endgame geht, ne? Wäre blöd, wenn nicht. So, naja. Manche Sachen, ach komm, ich nehme es mit, vielleicht brauche ich es irgendwann mal. Diese Scrap-Panels, aber Schrottpaneele, ne? Das ist ja. Das klingt schon so abtörend, ganz ehrlich, ne? So, ich hoffe, ihr habt ein gutes Blueprint da. Ich weiß, wir sind in einem Low-System, aber trotzdem. Da wollte ich irgendwas sagen. Wir haben Blueprint und Reactor-Mac-Buddy. Hatten wir noch nicht. Können wir uns dann auch mal anschauen. Vor allem, wir müssen uns ja eins raussuchen, das gut ist. Und ich bevorzuge da eins mit viel Defense, ne? Bisschen Tempo ist einen sich auch nicht verkehrt, aber muss nicht sein, ne? Ja, also stärkere Hülle und Abwehr ist bei mir eigentlich so das Hauptaugenmerk. Ja, gut, wir haben wieder ein bisschen Sprit gefunden. Bessie wird ja auch nicht jünger, ne? Die will ja auch was trinken. So. Ist zufälligerweise noch ein Schiff eingetroffen in der Zwischenzeit. Da waren wir. Ja gut, Kopfgeldjagd, ne? Oh ja, ich freue mich schon drauf, da jemand auf den Knien zu sehen. Ja, ja, in Handschellen und wehrlos, ne? Und am besten unangezogen. Hey, das hast du jetzt gesagt. Aber wenn da so eine entsprechende Lady ist, vielleicht kann man ja einen Deal treffen. Ein Deal, ja, ja.
Okay, dann geht's hier gleich weiter. Okay, ich habe geguckt, wir sind etwa 2 Stunden 15 Minuten. Ne? Ich habe auch kurz unterbrochen, weil ich mache das halt immer mal, damit ich einzelne Videodateien habe, auch wenn ich mit MKV aufnehme. Ne? Und wenn dann irgendwas crashen sollte, wäre das nicht so tragisch. Aber ne, lieber auf Nummer sicher gehen als nicht und so. So, da waren wir sogar schon mal auf dem Planeten und wir müssen halt hier jetzt den Boss wiederfinden. Und wie gesagt, das kann halt durchaus auch unterirdisch sein. Ich hätte oben noch mal schlafen sollen. Ne? Naja. Ach komm, wofür haben wir denn hier die ganzen alten Bandagen rumfliegen? Die kann ich aufbrauchen. Und sind das hier die neuen? Werden wir sehen. Riechen sie schon nach Eiter? Dann sind's die alten. Okay, und meistens muss man ja nicht weit gehen, bis man die Signatur des Ziels hat, ne? Also bis man das Ziel quasi gescannt hat. Also gar nicht, vielleicht ist das eher ein Timer, als dass man sich groß bewegen muss, ne? Vielleicht dauert der Scan einfach so eine Minute oder so und dann hast du'n. Andererseits, vielleicht musst du halt doch drüber stehen. Bin ich mir nicht sicher. Da habe ich auch die Quelldateien von Starbound und so weiter nicht sehr weit durchgesehen. Muss uns ja jetzt auch nicht beschäftigen. Hauptsache, wir finden den Typ. Hopp. Hopp. Zup. Ah, ein paar Pixel wären jetzt auch noch nett. Also bisher haben wir das Ziel wohl nicht gefunden. Ja, komm, du droppst doch bestimmt 15 Pixel. Droppst du was? Nee. Da waren mir sogar die 15 Pixel lieber. Ne? Ach ja, die Dornenfrüchte und die Dudelsäcke oder wie auch immer man sie nennen will. Ne? Treffer! Versenkt. Naja, eher immun explodiert, ne? Also waren wir auch schon mal. Jetzt wäre es gut, wenn wir bald mal die Zielsignatur hätten, ne? Ah, der Vogel will Ärger. Gut, ich auch. Beides doch immer für eine kleine Keilerei zu haben, ne? Ja, ey, das Ralf Fit. Manchmal verlierst du vielleicht Zähne oder sowas, aber komm, wir sind jetzt in der Zeit, da können wir klonen, da ist das nicht so schlimm. Ja, okay, stimmt. Wenn du den ganzen Körper klonen kannst, dann ist ein einzelner Zahn kein Problem, ne? Ich habe auch schon ein paar Körperteile ersetzen lassen. Ich habe das Herz von der Kuh in mir, das ist doppelt so stark. Naja, oh, dieser knochige Boden, der knochige Boden, hört sich so schön an. Oh, aber wisst ihr, was wirklich eklig ist? Ich habe heute mal wieder ein bisschen Prey gespielt und im ganzen Hauptspiel ist mir nicht passiert, dass ich was gebrochen habe, ne? Aber beim Rumprobieren im DLC, ne, also in diesem Moon Crash, das ich so mittelprächtig finde, wenn du da ein gebrochenes Bein hast und dann springst du deinen Schritt machst. Oh, das ist richtig eklig. Wirklich, das hört sich endeklig an. Also, wenn ihr da mal ein bisschen Ekel-Cringe oder sowas wollt, ne, spielt mal Prey, brecht euch ein Bein und springt dann rum. Oh, das kann dir den Magen umdrehen. Odd person saying hello. Not Fenerox? Nein, ist kein Fenerox. Jetzt wolltest du da mit dem Pfeil drauf schießen, okay? Aber ich darf mal kurz in euren Heuschober, ne? Fragt nicht nach dem Grund. Und guckt vor allem jetzt nicht hin. Danke, Leggy, dass du das Wichtigste verdeckst. Jetzt geht er einfach weg. Du kannst dir nicht hier einfach Nova-Kid-Penis zeigen und so. Ich meine, okay, hier, ne? Guck, ich verdeck's hier mit dem Mauscursor, dann ist alles in Ordnung. Ach, wir sind schon wieder vollgehalten. Ja, gut. Gut, dann kann's ja weitergehen. Wir haben die Zielsignatur immer noch nicht gefunden. Ist der so tief unter der Erde oder ist der so gut versteckt oder was? So lange wollte ich jetzt hier doch gar nicht rumrennen, um den zu finden. Den, die das... Naja, okay, wie war das? Das ist Prime Bounty, also der im Moment lohnenswerteste Auftrag, den wir haben. Da musst du halt ein paar mehr Stationen machen, oder wie? Also ein paar mehr Stops einlegen und mal überall absuchen. Ich hoffe, das gibt dann auch wieder eine Beförderung. Jo, Fluggetier! Und ich glaube aber, wir sind immer noch nicht so in dem Bereich, dass es richtig profitabel wäre, ne? Also darf ruhig noch ein bisschen schwerer werden. Okay. Was ich ja immer noch nicht so genau weiß, ist, ob man das Hauptquartier nicht auch noch ausbauen kann, weil der Anfang, der war ja ein bisschen scheiße. Ich meine, doch, ich glaube, ein Upgrade haben wir doch sogar schon mitgemacht, ne? Aber es sah nicht viel schöner aus. Na hey, willst du was kaufen? Die Hut hatten wir schon mal. Nehmen sie 500, gib die! Ich brauche ein paar mehr von diesen Gaunern! 500, das ist cool. Damit könnten wir echt gut leben, ne? Hör auf, jetzt könntest du da oben mal Beep machen. Ich meine, okay, solange kill ich hier noch ein paar Erdschnäbler und wie auch immer die heißen mögen. Wo ist eigentlich Perry, ja? Wo sind Phineas und Ferb, wenn man sie mal braucht, ne? Die könnten einen Kopfgeldjäger-Ziel-Finderich bauen. Oder der Doofenschwitz baut einen Kopfgeldjäger-Rinator, ne? Kriegst du automatisch den Gesuchten, musst nur niederkloppen und kannst dann das Kopfgeld einstreichen. Bomben, natürlich.
You're the boss. Ja, das hat er gut erkannt. Beide sind wir der Boss. Ja. Na. Nee. Alles so sandig und trocken. Doch, so langsam könnten wir es doch wirklich mal finden, ne? Ja, jetzt rennt der Schädel vor mir. Wunderschön. Ich meine, ich versuche ja flott zu machen, ne? Das hat man bestimmt alles schon mal gescannt. Ich meine, wenn wir auf dem Planeten schon mal waren, ne? Und alle Kisten leer sind, dann natürlich hatten wir das schon mal gescannt. Na auf, wie wär's, wenn wir dann langsam mal ein Ziel kriegen würden? Jetzt sag mir nicht, dass da vielleicht am Ende ein Bug ist oder so. Das fände ich nämlich ein bisschen bescheiden. Vor allem, weil es ja ein bisschen die Kopfgeldjäger Hauptmission ist. Roasted Carrot, Cooked Tomato, Baked Potato ist natürlich toll. Komm, mach davon nochmal 5, ne? Lecker. So eine richtige, so Folienkartoffeln, kennt ihr das, ne? Und dann halt, ja, so Cremesoße, also so, ne? Meistens nimmt man ja dann, Scheiße, wie hießen die nochmal? Die Sour Cream, die war's, ne? Ja, die nimmt man ja meistens dazu. Das ist schon was, das schnuggel ich sehr, sehr gerne. Okay, und wir können ein Sargbett bauen. Also ein Knochensargbett. Ja, toll, wunderschön. Wollte ich mein ganzes Leben lang über schon haben. Ich meine, ich würde vielleicht auch mal probieren, in einem Sarg zu schlafen. Nee, ganz ehrlich, weil die sind ja meistens gut gefüttert und so weiter. Wenn du dann so einen mit schönem Samt drin hast oder sowas, könnte ich mir schon vorstellen, aber trotzdem wäre es wahrscheinlich eine Gothic-Fantasie, die eine Gothic-Fantasie bleibt oder wie. Vor allem so ein Sarg ist meistens viel zu teuer, ne? Außer diese Billigsärge, die halt dann, ja, die halt leider zum Beispiel auch mit den vielen Corona-Toten mancherorts benötigt werden, ne? Das Billigste vom Billigen. Schnell und unschön zusammengezimmert. Ja, ihr habt Aufträge für uns, das ist toll, aber wir sind nicht für euch hier und wir haben ja auch keinen Wegpunkt gesetzt. Wir machen uns eine eigene Kolonie mit Blackjack und Nutten und Alkohol. Es ist eine Wyatt-Kolonie, also muss das alles drin sein, ne? Ja, am besten noch eine Brauerei, da muss ich mal gucken, wie könnte man das am besten visualisieren bei Starbound, ne? Ich meine, es gab früher mal einen Mod. Sag mal, wir sind einmal um den Planeten komplett rum und er hat kein Ziel gefunden. Muss ich mich doch unter die Erde graben und hoffen, dass wir da dann irgendwas finden? Ach, Scheiße. Uff, ich dachte jetzt gar nicht, dass das so stressig werden würde, ne? Ich meine, ja guck, da drüben waren wir schon mal, ne? Dann gehen wir hier mal durch. Ich meine, ja genau, ich erinnere mich, hier haben wir schon mal welche gestellt auf der Suche nach anderen Kopfgeld, X-Bumsen, ne? Ja, ach, da war doch die Alte, die sich dann ausgezogen hat und rumgebrüllt hat, ey, ich kann nichts dafür, die Apex waren's oder so, also die Mini-Knock, ne? Ja gut, dann versuche ich mal so auf der Höhe, ja, da dann, ja, so hier nach rechts weiterzugehen. In der Hoffnung, dass wir hier noch was finden. Oh, ein Pilzbiom. Ein unterirdisches Pilzbiom ist ja ein Unterschied, ne? Oh, eine Geisterkatze. Allerdings, wie gesagt, keine Capture Pots, ne? Deswegen kann sie sich mal ektoplasmatisch verpissen. Okay, du hast dir hier ein kleines Häuschen hingestellt. Help hat's gesagt. Haben wir das jetzt getroffen oder nicht? Keine Ahnung. Thank goodness, that's over. Ja, okay, aber ich hätte gehofft, dass vielleicht, dass es was verkauft oder so. Noch eine Krusthäuse und noch mehr Geisterkatzen. Huch, jetzt habe ich aus Versehen hier einen Verband genommen. Wollte ich gar nicht. Zufällig hatte ich nämlich auf dieser Taste in der anderen Quickbar die Fackeln. Sag mal, Leggy, du schießt den immer wieder weg, sodass ich dann gar nicht den Todesstoß geben kann. So. Wir haben ihn, Rechts oben habe ich gerade gesehen. Okay. Der hat also wirklich irgendwo einen Bunker hier unter der Erde. Also hier runter. Und dann sind wir fast schon dran. Oh, ein bisschen Öl. Ja, ich weiß nicht, ob wir das nochmal brauchen. Ich nehme mal mit. Ja, die Synthesizer. Da sind sie wieder. Noch mehr Pilze. Ja gut, nehme ich mit. Kommen wieder in die Kiste, ne? Falls wir uns mal Pilzomelette und so weiter backen wollen, ne? Ja, warum nicht? Komm, noch ein bisschen tiefer sollen wir. Ist okay. Warte mal. So, nehmen wir auch Tungsten noch ein bisschen mit. So, aha.
Nicht die Fackel ausmachen, dann wird's hier ganz schön dunkel. Und im Dunkeln tappt man eh schon oft genug. Na, okay, und jetzt einfach nur noch nach rechts und dann sind wir schon so gut wie da. Ich hab's schon wieder getan. Na egal, Verbände, ne? Brauchst du nur dieses Pflanzenmaterial oder wie war das, ne? Und davon haben wir auch genug mittlerweile. Und können wir ja auch von den Haustieren so ein bisschen abernten. Ein Stück bei denen muss ich auch nochmal vorbeigucken. Hoffentlich werden die nicht schon wieder angegriffen. Eieiei, liebe Leute, eieiei, das war jetzt ganz schön die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Also, wir haben es bewiesen, für die Kopfgeldjägeraufträge muss man sich auch manchmal unter die Erde buddeln, ne? Oben von der Oberfläche aus haben wir irgendwie gar kein Signal gekriegt und deswegen, ja, hat es halt ein bisschen länger gedauert. Aber ja, das ist das aktuelle Problem. In der nächsten Folge werdet ihr dann sehen, wer unser Kopfgeldjagdziel dann sein wird und ob das ein gefährlicher Kampf wird. Naja, ich wage es im Moment zu bezweifeln. Im Moment, die Aufträge sind ja alle noch ziemlich leicht. Aber wir haben heute ein Rezept für den Mac gefunden. Ich glaube, ja, das war das Highlight. Das war der große Pluspunkt dieser heutigen Folge. Dennoch sind wir nach wie vor weit entfernt von einem fertigen Mac, also von dem Design, das mir auch so ein bisschen vorschwebt, ne? Irgendwas mit ganz viel Verteidigung auf jeden Fall. Da müssen wir demnächst mal noch in schwereren Systemen dann uns mal ein bisschen umschauen. Weil ich glaube, in den leichten Systemen, da haben wir halt einfach schon ziemlich viel mitgenommen. Ja, jetzt sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Reinschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und sagt dann mal bis zum nächsten Mal.